Na gut, dann sind wir jetzt online zum letzten Tag des ESL ThinkFast Razor League Gruppenphasen. Fünfter Tag von fünf. Letzter Tag. Fängt auch direkt gut an. Northern Lions kriegen einen Deathwind gegen Worldlash Gaming, die wohl doch nicht vorbeikommen konnten. Sehr schade. Hätte gerne gesehen, wie Worldlash Gaming gegen Northern Lions spielen. Kann man nichts machen, aber trotzdem werden wir jetzt hier ein sehr interessantes Matchup sehen. Nämlich Swaggy Dudes gegen Aragorn Luktar. Wir haben letztes Mal, nämlich gestern, haben wir Aragorn Luktar schon gesehen, die doch sehr überzeugend sich durchgeschlagen haben gegen Raw Evolution. Allerdings sind Swaggy Dudes zumindest im Ranking noch ein bisschen weiter höher. Von daher bin ich gespannt, wie sich hier Aragorn Luktar gegen Swaggy Dudes halten. Ich habe Swaggy Dudes mal in den Qualifiers gesehen. Das ist ein sehr starkes Team. Von daher freue ich mich hier auf High Quality Dotto. Bans sind nicht überzeugt, nicht überraschend, aber Jakiro First Pick statt Ogre First Pick ist doch auch schön. Auf jeden Fall. Und deshalb wird es hier wohl ein Ogre für Aragorn Luktar geben. Kurz überlegen, gestern, was hatten sie gepickt? Ja, Tidehunter. Hatten doch ein relativ. Gut, sie hatten am Ende mal Huskar gepickt. Das war schon was anderes, was Außerordentliches. Aber der Rest war doch mehr vom Bekannten. Witch Doctor war dabei, okay, wir haben Witch Doctor Tidehunter. Coole Kombo. Und besonders mächtig halt, weil sie nicht abfallen nach hinten. Mit der Ravage kann ab Minute 10 gekämpft werden. Der Witch Doctor wird ab Minute 15 online kommen. Und besonders der Witch Doctor wird halt immer stärker. Und sobald er das Axe hat, ist halt Teamfight ändert sich komplett. Also dass sie den Witch Doctor unbedingt fokussen müssen, weil das der Death Ward mit Aghanims und auf Level 2 oder 3 macht so den krassen Damage, dass sie das da auf jeden Fall nehmen müssen. Und Swaggy Dudes entscheiden sich, hey, Tidehunter, Witch Doctor, Zeit? Nö, wir geben euch keine Zeit. Jakiro liken. Heavy Push. Kommt aus, Swaggy Dudes wollen hier fertig werden, scheint es so. Interessant. Und ich nehme an, Aragorn Luktar wird jetzt erstmal Push bannen. Könnt ihr hier noch einen Pugna mir vorstellen? Ansonsten vielleicht ein Nature's Prophet als Bann. Aber hier wird erstmal ein Silencer gegangen, klar. Tidehunter, Witch Doctor werden sich wahrscheinlich erstmal nicht vom Push abhalten können, denn die zwei Pusher reichen eigentlich schon. Ich glaube nicht, dass Swaggy Dudes hier noch mehr braucht. Sie müssten halt eher das Lineup verstärken. Anstatt jetzt hier noch quasi All-In-Push zu picken. Können sie immer noch tun? Ich glaube halt, so der generelle Push mit Death Prophet wurde ein bisschen geschwächt mit mehr Glyphe und halt weniger Gold für die Tower. Aber so ein kompletter All-In-Push könnte ja immer noch ganz gut funktionieren. Weil im Prinzip wird das halt um 5 Sekunden delayed. So, es wird halt Tower Sniping verhindert, dass die Leute reintipien können, dass man fighten kann, aber für einen All-In-Push sind die paar Sekunden halt sowieso egal. Aber Nature's Prophet wird trotzdem gebannt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir Swaggy Dudes den gepickt hätten. Ist ein sehr guter Pick hier in der Sache. Wenn sie pushen wollen, kann er rüber tipien. Von daher auf jeden Fall eine super Sache. Muss auch gleich mit meiner Mikrofonlautstärke kommen. Sie ist jetzt relativ laut, aber ich hoffe, gestern war ich sehr leise, im Gegensatz zum Teamfight. Ich glaube, ich habe das Mikrofon lauter gemacht und den Ingame-Ton leiser. Ja. Jetzt. Keine Ahnung, wenn ich jetzt laut bin, macht es ein bisschen leiser. Und dann müssen wir gucken, ob das mit der Ingame-Voice passt. Ich werde zumindest nach dem Game hier mal kurz über das Wort drüber gucken, ob die Lautstärke funktioniert. Wenn ihr aber nichts jetzt schon merkt, dass es ein bisschen zu laut ist oder so, schreibt einen Comment, schreibt mich auf Steam an oder so. Dann kann ich das Ganze ein bisschen leiser drehen. Earthshaker Lich wird gebannt. Das sind so ziemlich die. Gut, Lich sorgt ein bisschen was für dass die Lane ein bisschen auf der anderen Seite verbessert wird. Ansonsten hatte ich jetzt Lich nicht so als Anti-Pusher im Kopf, aber auf jeden Fall der Earthshaker ist besonders in Sachen Minion-Based in dem berühmten Zoo von Lycan doch schon sehr stark. Denn Lycan hat zwei Würfe dabei, hat zwei Nekros dabei. Sein kleiner Zoo, den er immer mit sich rumträgt. Und wenn dann so ein Earthshaker mit einem schönen Echo Slam reingeht, das ist gar nicht so dolle. Und Wraith King wird gepickt von Aragorn Luktar.
auch ein spannender Pick, weil kann früh kämpfen, hat halt die Reincarnation und dann damit haben sie halt einen Carry, der halt auch fighten kann am Anfang. Und deshalb müssen Spagidus auch gucken, dass sie halt nicht so ein One-Shot-Ding nehmen, sondern halt auch ein bisschen Sustain haben. Das haben sie mit dem Jakiro auf jeden Fall. Aber müssen jetzt noch gucken, dass sie mehr haben, dass sie nicht den Wraith King bursten und danach nichts mehr haben. Denn Initiation ist doch ziemlich stark von Tidehunter und auch dem Witch Doctor. Und generell im Slow von Wraith King, dem Witch Doctor Ulti ausgesetzt zu sein, würde ich meinen nicht vorhandenen stärksten Gegner nicht wünschen. Wie ist das Sprichwort? Im schlimmsten Feind? Worst Enemy? Ja, schlimmsten Feind nicht wünschen. Anyway. Tja, Swaggy Dudes haben aber auch noch ein bisschen Reserve Time, können sich hier überlegen, ob sie noch mehr All-In-Push gehen wollen. Und tatsächlich, Pugner, All-In-Push, lange, bis ich es gesehen habe, ich weiß nicht mehr, ob es ganz funktioniert, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es tatsächlich trotzdem noch funktioniert. Eben weil die Glyphe eher hilft, dass man reagieren kann, aber nicht unbedingt einem All-In-Push ausgesetzt zu sein. Weil der wird auch noch, wenn sie am Tower stehen und den Tower hauen, ja, die Glyphe macht da nicht so viel, außer ein bisschen Zeit zu kaufen. Und ich glaube mal, dass 15 Sekunden insgesamt mehr Glyphenzeit hier nicht den Unterschied machen. Ja, außerdem nochmal eine Warnung am Rande. Die Streamqualität konnte ich noch nicht ändern von der Reconnect-Zeit, von daher könnte es hier kurze Aussetzer geben. Das Problem ist, dass die Aussetzer halt direkt wieder reconnecten, aber trotzdem diese 2 Minuten Verzögerung erstmal wieder reinkommen muss. Und daher könnte es sein, dass tatsächlich 2 Minuten Verzögerung im Stream verloren gehen. Das ist bitter, aber ich hoffe, kommt nicht so oft vor. Und wir sehen einen Support Wraith King. Das habe ich lange nicht gesehen. Dient wohl hier einfach nur als Initiation, um mit der Reincarnation den Slow zu machen, für die Witch Doctor und Titan die perfekte Ravage zu setzen. Und eine Luna ist auf jeden Fall was Gutes zum Anti-Pushen und halt auch zum relativ Early Fighten. Kann halt ein Problem sein, dass Aragorn Luktar hier sehr in die Defensive gedrängt wird. Prinzipiell müssen sie jetzt gegen Push picken. Das Schöne bei Swaggy Dudes, also das Schöne für Aragorn Luktar ist halt, dass Swaggy Dudes einen All-In-Lineup haben und dementsprechend hier definitiv, naja, wenn sie gekontert werden, sie haben halt nur dieses eine Ding. Dadurch, dass Aragorn Luktar mit Early D-Push und Early Carries, die fighten können, quasi das komplette Lineup von Swaggy Dudes countert. Es ist halt jetzt nicht so, dass, wie wir das teilweise auch letztes Spiel hatten von Aragorn Luktar, wo das Gegnerteam halt einfach jeden einzelnen Helden gepickt hat und da keine Synergy hatten. An Luktar haben definitiv eine Synergy, haben großen Teamfight, Reincarnation und dann Eclipse Death War Ravage ist hart. Fehlt noch eine Mitte. Aber Swaggy Dudes haben jetzt 3 Heroes for All in Push. Shadow Demon für einen schönen Ice Path aufzusetzen. Und auf jeden Fall da direkt halt jemanden bursten. Das können sie natürlich nicht beim Wraith King. Aber der Rest muss halt richtig aufpassen. Besonders eine Luna ist halt instant tot, wenn das passiert. Disruption, Soul Catcher. Dann halt, ist halt direkt der Ice Path drauf. Und der Blast vom Pugner ist direkt drauf. Und Lycan steht halt mit seinen Würfen komplett drumherum direkt. Da müssen sie aufpassen. Ja, Swaggy Dudes könnten hier noch einen Offlaner gebrauchen, wenn sie nicht Aggro gehen, was, glaube ich, mit dem Lycan nicht so wirklich möglich ist. Von daher, ja, weiß nicht, Pugner könnte mitgehen. Aber ja, ich würde eigentlich Pugner Mitte stellen und einen Offlaner hier picken. Necro wurde gebannt von Swaggy Dudes, könnte man machen, ist auf jeden Fall stark zum Pushen. Ich weiß es nicht. Eventuell wäre hier ein Centaur, aber für Swaggy Dudes besser. Einfach um die Initiation zu haben, um halt wirklich dieses All-In direkt in den Tower zu diven und jede Verteidigung möglich zu machen. Und ein weiterer schöner D-Pusher, Templar Assassin. Vielleicht haben sie mehr doch, ja, Control haben sie einigermaßen. Stimmt schon, aha. Ein Dazzle, das heißt ein Core Jakiro. Und ein Aggressive Tri-Lane mit Jakiro, Shadow Demon, Dazzle? Kann gut sein. Lycan Solo Lane, Pugner Mitte, so wie es scheint. Kann funktionieren, ja. Ja. Luna Witch Doctor Wraith King ist aber doch auf gar keinen Fall eine Lane, die einfach wird. Für eine Akku-Lane. Denn da ist schon einiges hinter.
Tja. Picken müsste man jetzt noch. Aber naja, ein bisschen Zeit. Müssen sich wahrscheinlich mit der Agro-Lane noch so ein bisschen absprechen, ob sie das wirklich tun sollen, aber ich glaube nicht, dass es hier eine Alternative gibt. Na gut. Dann, wie war das? Brofist? Heißt dieser Spieler hier. Dieser Mensch. Wir haben Jakiro auf Brofist, ja schon. Jakiro geht schon offlane, aber offlane Jakiro tatsächlich. Und eine normale Trilane. Mit I am Meme Master von 4chan. Also ein, ja. Shadow Demon und No auf dem Dazzle. Zusammen mit Timezor auf dem Lycan. Safe Lane. Und Dupsai geht in der Mitte auf dem Pugna. Dann haben wir Zayfi auf dem Wraith King, der als Support gespielt wird. Stanin Erotic auf dem Witch Doctor auch als Support und EFG auf der Luna. Zuletzt Tidehunter offlane zusammen mit Roivan auf der Templar Assassin. Bla, warum? Wow. Das hatte ich eigentlich eingestellt. Ja gut. Für die Ingame-Users, ja, den Draft könnt ihr euch auf meinem VOD angucken. Mist. Sorry. Professionalism at Task. Eigentlich hätte ich es doch eben angestellt. Komisch. Na gut. Thailand ist hier sehr aggressiv, will ein bisschen die Rune contesten, aber... Oh, oh. Ohne Krankenschirm ist das vielleicht ein Problem. Ice Path ist ja nicht da, aber schöner Block, muss ich jetzt hier sogar umdrehen. Aber Heal ist geskillt, das ist nicht so gut. Da war der Dazzle einfach nicht da. Wenn er da gewesen wäre und schneller da wäre, wäre das auf jeden Fall ein Kill gewesen. Very greedy hier von Aragorn Luktar. Das hätte sehr, sehr, sehr einfach im First Blood enden können. Auch, ja, Lomelin hat sich hier noch nicht entschieden, irgendwas zu skillen. Ist halt unsicher. Ein Enkersmech hätte ihm eben geholfen, aber auch die Krankenschell hätte durchaus einiges Damage mitigiert. Und dann schauen wir mal. Pugna sollte eigentlich in der Mitte keine gute Zeit haben. Einfach weil die Refraction halt doch einiges hier von dem Damage wegmachen sollte, wenn sie denn benutzt wird. Tidehunter hat Gash auf Level 1 gesillt. Was ist das denn? Okay. Er versucht hier wahrscheinlich zwei Last Hits mit dem Gash zu snipen. Als einziges. Kriegt ihm in seinem Level 2 einen Punkt Krankenschell, aber ganz ohne Anchor Smash. Das ist interessant. Und Jakiro wird hier das First Blood sein. Letzter Hit. Luna holt sich den First Blood. Das war doch relativ knapp. Aber Jakiro verliert hier nichts, außer dass er First Blood hergegeben hat. Ist bitter. Aber nichts weiter erstmal. Aber Aragorn Luktar zeigt jedoch, dass die Trilane definitiv was tun können. Sie haben auch einige Stunts. Und ist durchaus nicht zu unterschätzen. Tidehunter versucht hier verzweifelt in Experience zu sein, aber ohne Anchor Smash ist es halt hier auch ein bisschen schwer. Jetzt kommt der Heal. Heal-Bomb. Ah, weiß nicht, ob es ganz getroffen hat. So, nee, sogar ein bisschen zu diven könnten das eigentlich auch machen. Aber nee. Ist zu weit. Die Illusions halten jetzt nicht so lange. Aber haben wir ihn auf jeden Fall ziemlich weit rausgeholt und musste zig zurück zur Base. Boots first, keine Regen. Ist ja dann klar, wenn er Damage bekommt. Aber ich weiß nicht, ob der Gash sich so ausgezahlt hat. Hat prinzipiell den einen Last-Hit gegeben. Also besonders auf dieser Lane. Das Killing Potential kommt halt daher, dass Disruption Heal Bomb kommt und halt hauptsächlich der Damage von den Illusions und vom Shadow Demon, der drum steht. Und das ist halt Anchor Smash ist prädestiniert davon. Von daher glaube ich, dass es hier tatsächlich ein richtig großer Fehler ist, hier nach Anchor Smash zu gehen. Also ein Fehler sowieso. Anchor Smash ist einer der besten Skills von Tidehunter, beziehungsweise einer der besten Laning Skills, die es so gibt. Aber könnte tatsächlich hier sogar ein Issue werden, ein großes. Midlane Templar Assassin wird langsam auch so ein bisschen fett. Zeigt Lane Dominance. Sieht hier, Pugna kriegt halt einigen Damage und das ist Haupt-Harris-Skill, nämlich hier Nether Blast. Das ist halt prinzipiell wertlos hier gegen Templar Assassin. Jetzt mit der Elo-Rune ist es doch besser als sonst. Dann kann man die Refraction Charges ziemlich schnell wegbursten. Aber lässt sich hier doch ein bisschen die Last Hits klauen. Generell hat Pugna auch wesentlich mehr Last Hits
als die Temple Assassin. Die Frage ist halt, ob sich das jetzt mit Levels auf der Temple Assassin ändern wird. Aber Cask Bounced geht aber nicht komplett zurück zu Jakiro. Von daher nur Harassment. Eventuell ohne wäre hier der Wraith King noch dran gekommen. Level 2 auf Stats geskillt, wie man das halt als Support durchaus tun kann. Aber manchmal sieht man auch Supports, die die Punkte sparen und dann halt, wenn die Laning Stage vorbei ist, halt direkt in die Vampiric Aura investieren, die ein richtig geiler Skill ist, dadurch, dass sie halt auch auf Ranged Heroes geht. Ups, ja. Das passiert halt eben. Kein Soulcatcher benutzt, war nicht nötig. Oder ich glaube auch, hätte es mit dem Kill Level 2 geworden, ja. Aber halt, der Heal macht einiges an Damage. Braucht man nicht hinzugucken, um zu sehen, wie das gelaufen ist. Auch mit den Wölfen drumherum jetzt ist das halt ziemlich starke Combo. Smoke, treffen sie jetzt hier auf den Temple Assassin? Disruption ist ready. Die Frage ist, ob, ja, Heal ist da, aber ja, die Reflection hat ein bisschen was von dem Damage mitigiert, aber ist es eigentlich einmal Damage? Ja, es ist eigentlich ein Damage, ne? Ja, der wurde auch, glaube ich, aufgehalten, aber danach waren halt die Refraction Charges sofort weg. Von daher aus der Hinsicht auf jeden Fall nicht so perfekt, die Temple Assassin. Die funktioniert nicht so gut. Eine Lycan mit mehr Minions, die Refraction schnell wegholt. Ein Shadow Demon mit den Illus und nachher mit Shadow Poison. Was er auch beim Hitten trifft und danach nochmal den Damage ziehen kann. Von daher kann er quasi viermal Shadow Poison machen, dann ist die Refraction weg und dann kann er zünden. Und im Endeffekt halt den Hauptdamage doch raushauen. Ja, gegen Pugnas ist es ziemlich gut, aber Life Drain läuft dort auch ziemlich schnell das ganze Ding wegmachen. Dazzler macht auch einige Instances of Damage und Jakiro ist sowieso Damage over Time Bomb. Von daher weiß ich nicht, Temple Assassin. Zumindest die Refraction ist halt auf jeden Fall nicht das, was sie haben. Psyblades und Anti-Push ist halt immer noch möglich, auch gegen Lycan okay in der Hinsicht. Die Frage ist halt nur, ja, reicht es? Weil besonders so individuell können sie halt nichts machen. Und besonders hier, wenn die Reflection Charges weg sind und es kriegt ne Netherblast aufs Gesicht, das ist halt relativ übel. Also eigentlich vom Matchup her ist es für Temple Assassin gut, aber kriegt es nicht ganz hin, die Reflection immer dann da zu haben, wenn der Netherblast kommt. Und das schadet ihr gerade ziemlich stark. Ja, Luna ist ziemlich tief, kriegt doch hier das Shadowshots, aber Icepath Mist. Hätte durchaus mehr Damage sein können. Und Dual Breath war auf Cooldown, von daher hätte hier durchaus was tun können. Jakiro versucht es jetzt nochmal. Hätte eventuell goen können. Icepath trifft schon wieder nicht. Aber er könnte jetzt eigentlich leben. 260. 260 Liquid Fire. Das könnte auf jeden Fall knapp werden. Ich weiß nicht, warum er da nicht den Dual Breath mal draufzieht. Aber generell, Gank in der Mitte. Temple Assassin ist tot. Red King ist da, macht einen schönen Stun, aber halt auf den falschen. Der Heal kam halt von Dazzle raus. Trotzdem, immerhin stirbt. Immerhin, ja, geht der Wraith King down und nicht die Temple Assassin, einfach weil der Wraith King hat den Damage vom Heal gefressen. Von der Shadow Wave und dementsprechend ist er dann down gegangen und sie haben schnell die Targets geswitcht. Aber Kills und Kills, 3 zu 1 für Zweck. Temple Assassin kann aggressiv sein, aber wenn sie gegankt wird, wenn der Wraith King da nicht da gewesen wäre, hätte es ganz gut sein können, dass es hier ganz anders aussieht. Was ich aber eben sagen wollte, hier Brofist auf dem Jakiro und EFG auf der Luna. Das Matchup ist halt schon favorable für Jakiro, einfach weil 9 Armor, 2 Ring of Protections. Also er wird hier das Mecha bauen und Tranquil Boots. Also sind 9 Armor, da kommt die Luna halt einfach nicht durch. Und der Damage over Time ist halt ziemlich gewaltig von Jakiro. Hat jetzt die Tranquils, hat nicht. Könnte hier vielleicht auf den Ring auf Bazzi gehen. Aber TP Mitte wird gegankt. Ziemlich großer Teamfight. Netherblast macht einiges an Damage. Und jetzt kommt noch hier Witch Doctor, der von dem Heal ja relativ stark zerstört wird. Bringt mit der Heal leider nichts außer Mana-Reduktion. Und schöner Turn auf einmal. Aragorn, Luktams, ein bisschen überschätzt, wollten den Punkt noch holen, aber TP-Reactions waren da und jetzt wird der Tower gepusht. Das heißt, 8 Minuten, erster Tower weg, ist es gegen so ein All-In-Push-Line-Up, wo ich am Anfang gedacht habe, All-In, doch nicht so viel, aber ab jetzt geht's halt nur vorwärts.
Tidehunter wird hier gefunden. Hat aber die Double Damage Rune. Ist damit okay. Tja, die Lanes laufen relativ gut. Shakira hat seine Lane gut unter Kontrolle, Putin auch und Lycan hat Free Farm. Von der Landing Stage sieht halt nicht so gut aus. Hier für Algon Lukta. Wir sehen auch die Networth 3K mit einem Tower, das ist, geht noch. 1K Vorteil quasi fürs Weg. Aber die XP sieht halt ähnlich aus. Das ist halt auch viel. Jetzt der Tower ist down. Algon Lukta versuchen zu re-engagen, aber irgendwie kommt da doch nichts. Jetzt muss das Skeleton King nach oben gehen, weil die Luna angegangen wird. Shadow Poison Mist. Von daher wird das hier kein Kill. Außerdem wären halt immer noch die Stick Charges da. Ice Path verhindert schön, dass sie hier weitergehen. Schön gesetzt, hat keinen getroffen, hat aber genau. Also, genauso effektiv, wie wenn alle getroffen hätte. Ah, und jetzt wird der nächste Tower angegangen. Lycan bleibt wahrscheinlich erstmal im Dschungel. Und der Rest des Ganzen versucht es. Disruption. Geht hier auf die Luna, aber die hat hier Eclipse rausgemacht und beendet komplett erstmal die Shadow Demon Killing Spree. Schön gemacht von der Luna, direkt gesehen, okay. Das wird ein Re-Engage. Eclipse an und schöner Turn. Ist auch im Weg zum BKB. BKB First außerdem. Hat nicht viele Leben, was halt zum Problem der Luna ist. Aber ja, hat ein paar Stick Charges, um erstmal zu überleben. Apropos überleben, Wraith King muss hier aufpassen. Ja, Dazzle, okay, das ist der Kill. Einfach wegen dem Slow. Buff! Letzte Netherblast, besiegt das Schicksal. EFG ist da viel drin und wird jetzt auf jeden Fall gedived werden. Ich glaube, sie haben das hier gesehen, wo es hergegangen ist. Templar Assassin hat jetzt Soulcatcher drauf, das ist bitter. Und jetzt wird hier sogar eine Sentry Ward unterm Tower committed, um das Ganze zu machen. TPs kommen rein, könnten sie aber jetzt eigentlich turnen auch wieder. Deswegen Dudes ist damit in Force. Dazzle wird safely disrupted. Kommt rein, ein Heal nochmal. Luna ist hier, stirbt halt auch. Dazzle wird low, Ravage wird benutzt, könnten sie tot bekommen vor dem Grave, sollten sie auch schaffen, aber what, schönes Decrapify, was ihn da vor den Last Hits des Towers und vom Rest rettet, den Grave rausbringt, aber ich glaube nicht, dass es reichen wird. Kann noch ein bisschen juken, ja, aber ist nichts hinkommen. Sie hatten halt hier und hier Vision, von daher war es halt relativ klar, dass sie da oder da hierher geht. Aber, ja, einiges. Und Buyback von Luna. Das war teuer, auf jeden Fall für AL. Mussten auf jeden Fall fighten, weil sonst hätten sie es gar nicht mehr bekommen, aber Putin im Hintergrund hat noch den Witch Doctor bekommen. Sneaky Plays. Hier zwei Tower unten, bekommt ein bisschen Damage. Lycan farmt sich die Seele aus dem Leib. 20 Last Hits mehr und auch besonders mit Networth. Gut 500 Networth mehr. Für 20 Last Hits ist nicht so viel. Aber ich dachte, er hätte auch so mehr. Da kommt. Was kommt da? Ja, Necro. Necro wird fertig, damit wird das Networth noch ein bisschen höher gehen. Und Roshan-Möglichkeiten sind jetzt da, wenn sowas halt nochmal oben passiert. Sie haben halt hier mit dem Ward, wo sie halt sehr einfach sehen können, ob der Space da ist, für Lycan dahin zu gehen. Außerdem kein Rosh-Ward hier. Um Lycan davon abzuhalten, einfach mal in Roshan zu gehen. Die ersten Wölfe sehe ich jetzt bisher noch nicht, dass sie. Der Gegner scouten ist aber auch relativ früh dafür. Ja, Luna auf dem Weg zum BKB. Irgendwie ist das Geld ziemlich viel dafür, dass sie gebuybackt hat, aber gut. Ist ja noch relativ früh, Buyback kostet nicht so viel. Ja, Dazzle wird gechased hier, aber hätten auch so keine Chance. Engage oben. Ah, Tidehunter wird geslowed. Wird hier wahrscheinlich down gehen. Kein Mana und poppt am Ende folgt noch von dem Ulti des Shadow Demons. Putin versucht hier noch was zu machen, könnte aber hier vom letzten Blast. Nein, kein Mana. Oh, da hat 5 Mana gefehlt für den Blast zu machen, der definitiv den Putin das Leben gekostet hätte. Aber, oh, schön hier. Aber hilft nichts. Kam da nicht rechtzeitig weg, beziehungsweise konnte dann seinen Left Drain nicht rechtzeitig machen. Jetzt kommt das Ulti vom Witch Doctor. Steht relativ gut, aber Templar Assassin treibt halt die Leute weiter nach oben leider hier. Und weg vom Witch Doctor. Templar Assassin könnte hier ein Problem haben, könnte auch von der Urne und generell austicken. Was wohl der Fall sein wird, versucht zu botteln. Könnte es auch schaffen und tatsächlich schafft es. Das ganze Ice Path trifft und der nächste Hit sollte hier das Schicksal von der TA besiegeln. Das ist bitter und jetzt ist halt auch wieder Dazzle da. Und der Witch Doctor wird mit einem gemeinsamen Heal einfach mal downgeburstet. Ah, 16 zu 5. Das war kein guter Trade.
haben sie komplette Team verloren da oben. Zusammen mit zwei Supports, die sie abgegeben haben. Dazzle wird jetzt hier noch down gehen. Ah, ein bisschen cocky mit dem Grave. Hat natürlich versucht, den Jakiri hier aufzuhalten. Könnten hier vielleicht mehr verlieren, aber auch einfach re-engagen hier. Ravage ist da, aber schön zurückgezogen. Finden den Shadow Demon. Beide Leute werden von der Ravage getroffen, sodass sie nicht engagen wird, aber es reicht nicht. Entweder Damage ist da von Pugna. Jetzt verlieren sie wieder zwei Carries für, also zwei Cores für eine Ravage und einen Supporter für einen Shadow Demon. Das ist halt Wahnsinn, wie die Trades für Speck hier laufen. Jetzt zwei für drei im Endeffekt. Im Endeffekt nochmal reingefeedet. Das ist ganz, ganz böse und der Networth, also er spricht eine deutliche Sprache. Klar, sind zwei Tower. Aber zwei Tower, ja gut, sind 6k. Vom Gold her geht's. Die Supports farmen natürlich aber auch nicht, aber der Lycan ist das Problem. Pugna kriegt sein Gold einfach mit Kills. Und Lycan farmt und farmt und farmt. Mich überrascht ist, dass er noch nicht in Roshan reingegangen ist. Besonders jetzt haben sie den Observer Ward, aber besonders bei so einem Fight oben. Smoke hat er. Ich weiß nicht, worauf er wartet. Außer auf mehr Kills. Diese kriegt hier wieder einen Witch Doctor. Und die wird benutzt. Grave muss aktiviert werden. Versucht hier noch irgendwie, ja, ein Heal ist noch, aber ich glaube nicht, dass er das hier überleben wird. Ja, Titan ist auch zuletzt gut letzter. Es bleibt beim Value Point of Gush. Hätte ich gedacht, wenn das als erstes geht, dass er da vielleicht noch ein bisschen mehr macht. Aber jetzt ist halt der Space hier da. Und ich frage mich, wann Lycan sich entscheidet, in Roshan reinzugehen. Schöner Ice Path. Makrofire trifft auf Tidehunter, der richtig lange da drin bleiben muss. Und jetzt auch noch weiter da hinten läuft. Einiges an Damage kriegt. Dann lässt das Stun hier noch. Der Nether Ward erledigt die Arbeit. Der Heal geht tatsächlich noch durch, weil das halt relativ wenig Mana ist, aber Lycan ist halt da, Lycan läuft da durch und Lycan cleant House. Oh, nächstes Oils, Ice Path, Easy Kill auf die Luna. Tot geburstet, 0 zu 5 der Trade, kompletter Team Wipe von Argon Luthar, die hier die Hosen ausgezogen bekommen. Nicht so gut, das sollte auch Roche sein. Necros sind noch einige Zeit da, 10 Sekunden, okay, nicht so viel. Aber das könnte hier, sollte durchaus Roche sein, ja. Allerdings sind Argon Luthar auch wieder da und könnten hier versuchen zu reinitiaten. Allerdings sind so viele Wards da, dass sie das nicht ohne machen können. Sie kommen trotzdem, wollen es versuchen. Ravage ist in 5 Sekunden ab, aber ich glaube, das reicht tatsächlich nicht. Und das wird halt ein Problem sein, dass hier die Ravage könnte doch passen. Ja, außer mit dem Ice Path ist die Ravage da. Ravage wird gezündet, trifft aber nur zwei. Ja, ein bisschen zu weit vorne, war ein bisschen zu greedy. Trotzdem der... Ah, Oil Scepter unterbricht das Ulti vom Witch Doctor. Und das wäre so die Chance gewesen, hier wieder hochzukommen. Schöner Slow halt auf alle, aber Lycan interessiert es nicht. Und der Rest ist halt auch niemand, kein Follow-up mehr da. Titan ist down. Witch Doctor fällt jetzt. Wraith King zum zweiten Mal. TA versucht hier noch... Das also hat es erfolgreich gejuked und die Luna musste wieder abhauen, kam zu spät. War halt noch nicht ganz wieder gespawnt und jetzt ist sie ein bisschen greedy und geht dafür hier down. Das war ein bisschen blauäugig, davon zu sterben. Davon zu stehen und mit 29 zu 8. High Ground Push mit Aegis kommt und Dazzle Ulti. Sollte das hier Rex und possibly GG sein für das Game 1 von Swaggy Dudes und Argon Luthar. Ja, diese Graphen sprechen eine eindeutige Sprache, diese Sprache. Okay, nein, andersrum. 17.000 Goldvorteil, 17 Minuten. Dieser Graph schreit GG und dieser Graph schreit auch GG. Und dieser Dive rein schreit auch GG. Vollkommen outdrafted, würde ich jetzt mal so sagen. Aber halt auch alle Lanes verloren, von dementsprechend. Auch aus der Hinsicht. Keine Chance da mehr zurückzukommen. Early Game verloren und danach war es nur noch eine Frage des Pushes und des Lineups. Ah, mal gespannt, ob Swag das Set auch im zweiten Spiel noch machen wird. Schöne Strategie, schön aufgegangen, nicht so ganz All-in-Push. Liken war wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Aber ja, Shadow Demon, gut gespielt, hat alles super funktioniert. Und ich bin gespannt, ob Argon Luthar da noch irgendwie was Eigenes in Game 2 gegen den Swaggy Dudes entgegenwerfen kann. Daher schauen wir uns jetzt Spiel 2 an. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, es gefällt's. Und so. Genau. Bis gleich.